ratlose Gesichter bei der sächsischen Justiz. Nachdem sich der Terrorverdächtige Al-Bakr in der Justizvollzugsanstalt Leipzig das Leben genommen hat, werden immer mehr Vorwürfe laut. Unsere Gerichtsreporterin Gisela Schmidt hat bei der JVA Würzburg nachgefragt, wie man hier mit suizidgefährdeten Häftlingen umgeht. In Würzburg ist in begründeten Fällen eine Überwachung mit der Kamera in der psychiatrischen Abteilung möglich. Das entscheiden der Arzt und die JVA-Leitung, ob Kameras eingerichtet werden. Und es gibt auch die Möglichkeit, den Gefangenen die Kleidung wegzunehmen und ihnen dafür reißfeste Kleidung zu geben, die man also nicht in Streifen reißen und sich einen Strick draus basteln kann. Wer als U-Häftling in die JVA Würzburg eingeliefert wird, wird zuerst mal von geschultem Personal angeschaut. Danach gibt es ein Zugangsgespräch, an dem auch sozialpädagogischer und psychiatrischer Dienst beteiligt sind. Dem folgt eine ärztliche Untersuchung, wo ein Internist und aber auch ein Psychiater den Neuzugang begutachten. Danach wird entschieden, ob dieser Mensch suizidgefährdet ist oder nicht. Wenn die Fachleute ihn als suizidgefährdet einschätzen, kommt er in die psychiatrische Abteilung der JVA Würzburg. Die Bediensteten in der JVA Würzburg sind nach Auskunft des stellvertretenden JVA-Leiters sehr sensibel im Umgang mit den Gefangenen, sind auch besonders geschult. Wenn sich also jemand zurückzieht von Gemeinschaftsaktivitäten, von Sport, von Hofgang, dann werden da sofort Gespräche geführt, ob da möglicherweise eine Suizidabsicht besteht.